Herzlich willkommen, Birgit. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist zu unserem Interview. Und ich bin schon sehr gespannt, was du uns Spannendes und Interessantes zu erzählen hast. Und bevor wir in dein Thema einsteigen oder in die Themen einsteigen, möchte ich dich bitten, dass du dich kurz vorstellst und auch so ein bisschen was über deine Themen erzählst. Ja, vielen Dank, Uwe, für die Einladung für deinen Kongress. Ja, also wie du schon sagtest, mein Name ist Birgit Terletzky und ich bin als Trainerin für Stressbewältigung oder besser gesagt Stressreduktion, das klingt immer ein bisschen besser, und Ergonomieberaterin tätig. Wobei das Thema ja, Stressbewältigung und Ergonomieberaterin das Thema Rückengesundheit sehr stark umfasst, weil Stress und Rücken nun mal unmittelbar miteinander zusammenhängen. Und dann fehlen natürlich die Ernährungsthemen auch nicht, weil auch das ein Thema ist, was damit eingreift. Meine erste Frage wäre ja, was man darunter versteht. Gesundheit lenkt Energie. Das ist ein toller Überbegriff, aber was versteckt sich dahinter? Oder du hast ja schon angedeutet mit der Ganzheitlichkeit, aber kann man das ein bisschen ausführlicher oder aufdröseln? Ja, also eigentlich ganz einfach. Wir wissen es selber, wenn wir krank sind, fühlen wir uns schlapp, müde, energielos, ne? Und wenn ich aber vor Gesundheit strotze, also wenn es mir richtig gut geht und ich gesund bin, dann bin ich energiegeladen. Dann kann ich Projekte anpacken, ja, ich kann Bäume ausreißen, habe zumindest das Gefühl, ja? Also ich fühle mich stark, ich fühle mich unverwüstlich. Und genauso ist es eben, Gesundheit lenkt Energie. Wenn ich gesund bin, wenn der Körper in Balance ist, dann kann alles fließen, dann ist alles im Fluss. Dann gelingen die Projekte, die ich angehe, viel besser, weil ich die Kraft habe, die innere Kraft, aber auch die äußere Kraft, um auch vielleicht mal Turbulenzen durchzustehen. Und den geistigen Freiraum auch habe, um manchmal eben auch über den Tellerrand zu blicken. Ne? Also mir gelingt das alles viel leichter und mich haut so schnell nichts aus den Schuhen. Insofern, der Masterplan würde eigentlich so aussehen, zu analysieren, wo stehe ich, wo möchte ich hin. Und dann zu schauen, welche Faktoren müsste ich verändern und welche Faktoren kann ich jetzt in meinem jetzigen Zustand relativ leicht umstellen, damit ich auch das Erfolgserlebnis sehe. Und sobald ich mit einem Baustein anfange und geistig auch so weit bin, es wirklich zu wollen, also das ist das A und O, ich möchte es, ich muss es wirklich wollen. Wenn es nur so halbherzig ist, weil jemand sagt, du musst es, dann bringt es nichts. Ich muss es wirklich vom tiefsten Herzen wollen. Und dann wird aufgebaut. Also ich fange mit einem Baustein an und wenn ich merke, es geht mir gut und die Veränderung geht mir in Fleisch und Blut über, es ist also eine positive Gewohnheit jetzt eingetreten, dann nehme ich mir den zweiten Baustein vor. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, der Anfang ist schwer. Wenn man es aber geschafft hat und in diesem euphorischen Zustand ist, und dann kommt immer mal so ein Tiefschlag, das ist einfach normal. Wenn man dann aber sagt, nee, ich bin bis hierher gekommen, jetzt lasse ich mich davon nicht wieder Ganz runter, genau, ganz genau. steige jetzt über diesen Stein Ja. hinweg und mache weiter. Dann fühlt man sich stark, dann fühlt man sich, ja, ich schaffe es. Und dann ist man bereit, den zweiten Schritt zu gehen und auch den dritten Schritt. Und dann fügt sich irgendwie alles so ein bisschen zusammen, weil man dann Spaß dran hat, diese Sachen zu verändern, weil man merkt, es geht einem immer besser.